Wer wissen möchte, was ich daraus Schönes mache, der bleibt dran. Nach dem Intro geht's wie gewohnt weiter. Moin, ja hallo, herzlich willkommen auf meinem Kanal mit mir. Ja, wer von euch wissen möchte, was heute Schönes gekocht wird, der bleibt dran, weil wir machen heute einen bunten Nudeltopf. Ja, was brauchen wir dazu? Wir brauchen dazu einen halben Blumenkohl. Kopf. Ich habe mich aber hier für einen relativ kleinen, obwohl der jetzt hier ziemlich groß aussieht, aber da ist viel ja, Grünzeug drumherum. Wir brauchen logischerweise zu den Nudeln, zu der Nudelsuppe auch die passenden Nudeln und Pfeffer, Salz. Wir brauchen Lauchzwiebeln, wir brauchen Möhren, wir brauchen ein wenig Sonnenöl, wir brauchen natürlich hiervon auch was. Ja, ich weiß, selbst hergestellt wäre besser, aber das hier ist auch so eine schnelle Variante. Geht zur Not auch. So, und wir brauchen... Ja, Würstchen. Ich habe hier mich für die Geflügelwürstchen entschieden. Man kann aber auch Schweinewürstchen nehmen oder Rindswürstchen. Je nach Geschmack ist jedem selbst überlassen. Ja, wie das Ganze jetzt gemacht wird, da bleibt dran. Das erzähle ich euch jetzt. Die Nudeln werden separat gekocht. Das schon mal vorweg, weil... Das werde ich jetzt gleich machen. Und wie wir jetzt hier weiterverfahren, das werdet ihr jetzt gleich sehen. Es geht gleich weiter. So, als erstes wird erstmal hier das ganze Grünzeug von dem Kohl entfernt. Er wird erstmal blank gemacht. Sauber gemacht. Ups. Damit wir hier den Strunk und das entfernen können. So, ich mache das erstmal kurz. Wir sehen uns dann gleich wieder, wenn der dann sauber ist. So, das ist jetzt alles, was von dem Grünkohl hier, von dem Blumenkohl übergeblieben ist. So, wir schneiden jetzt hier uns diese sogenannten Röschen raus. So, und von diesen Röschen, da schneiden wir ungefähr diesen Strunk ab. So, diesen Strunk ab. Und jetzt
werden wir den natürlich auch nochmal halbieren und packen uns den dann weg. Und so werde ich jetzt erstmal den ganzen Blumenkohl aufbrauchen, indem ich, wie gesagt, diesen Strunk hier abschneide und dann das Ganze auch noch mal halbiere, damit das nicht allzu groß wird. Und wir sehen uns gleich wieder bei der nächsten Sache, die wir vorbereiten. Jetzt wisst ihr erstmal, wie das hier funktioniert. Wir sehen uns gleich dann wieder. So, als nächstes nehmen wir uns die Karotten vor. Die werden einmal geputzt. Nehmen wir hier so ein Schälmesser. Das geht wunderbar damit. So, zack. Wenn wir dann die Möhre geputzt haben, dann werden wir die einmal halbieren. Wenn wir sie jetzt einmal halbiert haben, schneiden wir sie in so kleine Halbmonde. So, das werde ich jetzt auch machen. Fertig machen und wir sehen uns gleich bei der nächsten Zutat zubereiten. Also bis gleich. So, kommen wir jetzt zur vorletzten Zutat und zwar den Frühlingszwiebeln. Ja, die hier sind nicht gerade sehr besonders, weil das ist wahrscheinlich, wie sagt man so schön, der letzte Rest vom Schützenfest. Also sehr prall sind diese Zwiebeln hier nicht. Die gefallen mir nicht so. Aber was soll's. Man muss nehmen, was man kriegt. Ne? So. Kommt weg und das hier kommt in eine Schüssel. So, das Ganze noch mit den anderen und dann zeige ich euch, wie es dann weitergeht. Immer Stück für Stück, damit ihr nichts verpasst. Also bleibt dran. So, und weiter geht's mit der letzten Zutat oder vorletzten. Die letzte ist ja, sind ja die Nudeln. Also wir machen jetzt hier erstmal mit den Würstchen weiter und auch die werden klein geschnitten. Ich hoffe, man kann es sehen.
So. Zack, auch die kommen in einen extra Behälter. Ich mache noch eine. So, Rest mache ich auch wieder so und wir sehen uns jetzt gleich an der Induktionsplatte wieder, also bis gleich. So, wie ihr seht, habe ich jetzt alles aufgebaut. Wir nehmen einen großen Suppentopf. So, in den kommt ein bisschen Öl rein. Das Öl lassen wir natürlich jetzt auch erstmal ein bisschen heiß werden. So, das ist jetzt richtig heiß. Jetzt nehmen wir hier unsere Blumenkohlröschen und packen die erstmal hier rein. Und lassen die schön anbraten. Danach nehmen wir unsere Möhren, kippen die auch noch mit dazu. Und zum guter Schluss nehmen wir noch unsere Frühlingszwiebeln, packen die auch mit rein. Rühren die auch mit schön durch. Und die Würstchen. So, nachdem wir natürlich hier alles schön reingepackt haben, lassen wir das erstmal schön anschwitzen, weil dann kommt der Geschmack von dem ganzen Gemüse noch intensiver zum Vorschein. Also es ist wirklich wichtig, dies jetzt anzuschwitzen, weil durch die Brühe allein kriegen wir nicht so einen kräftigen Geschmack und das muss jetzt dieses angeschwitzte Gemüse und die Wurst wieder gut machen, damit wir so einen richtig schönen Gemüse-Eintopf-Nudel-Geschmack bekommen. So, jetzt können wir auch schon mal anfangen und können das Ganze ein bisschen würzen mit Pfeffer und Salz.
das sollte jetzt reichen. Jetzt nehmen wir 1,5 bis 2 Liter Wasser und löschen das Ganze hier ab. So. Wir wollen ja auch ein bisschen Brühe haben und vor allen Dingen nicht zu vergessen, es kommen nachher noch die Nudeln rein. So, das Ganze lassen wir jetzt erstmal so 5 bis 10 Minuten kochen. Die Nudeln werden separat gekocht und werden dann zum Schluss noch hinzugefügt. So, wir machen jetzt mit 3 Esslöffeln Brühe erstmal vorsichtig rein. Und wie gesagt, das Ganze dann nachher kochen lassen. 5 Minuten, 10 Minuten. Kann auch meinetwegen eine Viertelstunde kochen. Werdet ihr ja dann sehen, wie weit das mit dem Blumenkohl hinkommt. Er sollte schon ein bisschen gar sein. Und dann zum Schluss kommen die Nudeln noch rein. Und wir sehen uns gleich dann wieder am Tisch hier zum Probieren, zum Verkosten. Also bis gleich. So, Nudeln sind drin, das Gemüse ist drin, alles was reingehört ist drin. So sieht der bunte Nudeltopf aus. Geht relativ schnell. Blumenkohl ist auch schön durchgegart, genauso wie ja, die Wurst und auch die Möhren. Alles wunderschön. Jetzt wollen wir auch mal probieren. Ach so, ja, ihr wisst den Satz ja mit Instagram. Brauche ich ja sicherlich nicht mehr zu erwähnen. Wenn ihr wissen wollt, guckt bei Instagram 2 Tage vorher. Wisst ihr denn, was hier auf dem Kanal kommt? Ja, und jetzt wollen wir endlich mal probieren. Einfach nur super, diese Nudelsuppe. Ich meine auch, wenn das mit, in Anführungsstrichen, normaler Brühe gemacht worden ist, sie ist einfach lecker. Sie schmeckt sehr, sehr lecker. Kommt auch daher wegen dem Gemüse mit dem Anbraten. Das ist auch ein wichtiger Punkt dabei, weil dieses Anbraten, das gibt den Geschmack hier von dem Blumenkohl, von den Möhren, von den Frühlingszwiebeln. So hat man ein bisschen, ich sage mal, frisches Gemüse drin und hat nicht nur ja, Fertigkram, sondern hat eine schnelle Suppe, die sehr, sehr schnell zu machen ist. Also, ich sage mal, innerhalb von 1/2 Stunde hat man diese Suppe hier gemacht. Ich liebe Blumenkohl. Lecker. Und hier in der Suppe einfach nur lecker. Also, ich kann jedem die Suppe hier nur empfehlen. Wie gesagt, wir haben sie schon des Öfteren gemacht. Kocht es einfach mal nach. Ganz einfach zu machen. Ich werde die Zutaten so grob unten in die Infobox reinschreiben, weil das ist ja so eine
eigene Kreation, die wir mal aus dem Buch hatten, die wir dann des Öfteren mal machen. Genauso wie mit dem Fischbuletten, da steht ja auch kein Rezept drunter. Das sind so alles so eigene Dinger, die man so ja, des Öfteren mal macht und sich so angewöhnt hat. Das ist so alles so Pi mal Daumen, nicht großartig nach Rezept gekocht, sondern halt eben schnell und einfach. Ja, das war jetzt dieses Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ja, könnt ihr dem Video gerne einen Daumen nach oben geben. Würde mich sehr, sehr freuen. Wenn nicht, gebt dann Daumen nach unten. Ist auch egal. Über ein Abo würde ich mich sehr, sehr freuen. Ansonsten bleibt mir eigentlich nichts weiter zu sagen wie Tschüss, Ciao und auf Wiedersehen. Bis zum nächsten Mal.